Am 17. Februar sind die Handballer am frühen Morgen und die Fans am Nachmittag aufgebrochen zur Mission Nažice. Alle sind heiß auf das Rückspiel im EHF-Cup-Achtelfinale. Und so machen sich 24 Fans 18 Stunden lang auf den Weg und fahren die 1300 Kilometer lange Strecke Richtung Kroatien. Der 18. Februar 2012 wird dem SC Magdeburg und seinen Fans ewig in Erinnerung bleiben. Die Mission Nažice wurde für die Elbestädter fast zum Stolperstein. 25 Fehlwürfe und 8 technische Fehler sprechen eine eindeutige Sprache. Latte und Pfostentreffer führten ebenfalls nicht zum Erfolg. Beide Seiten spielten nicht auf hohem Niveau. Zum Glück hatte der SC Magdeburg ja Björgvin Gustafsson im Tor. Der Isländer erwischte einen guten Tag und ließ seine Mannen mit 20 Paraden immer wieder hoffen. Im Angriff glänzte wieder einmal Kreisläufer Bartosz Jurecki. Der polnische Nationalspieler in Diensten des SC Magdeburg stellte die nächste Abwehr vor riesige Probleme und traf 7-mal trotz intensiver Deckung. Als 4 Minuten vor Schluss beim Stand von 21:16 alles aussichtslos schien, rappelten sich die Magdeburger auf. Stian Tönnesen traf zum 22:20. MDR-Reporter Jens Lampe, der neben uns stand, spürte, hier geht noch was und nahm Fahrt auf, hörbar auch für uns. Noch 17 Sekunden, Nažice immer noch im Ballbesitz. Jetzt kommt der Arm der Schiedsrichter, Zeitspiel angezeigt. Wird da noch was draus? Da hält jetzt Gustafsson, noch 10 Sekunden. Kann der SCM hier in den letzten Sekunden vielleicht doch noch etwas ausrichten? Graf Most im Kreis, Tor! Tor! 22:21, ist es denn zu fassen? Der SC Magdeburg steht in allerletzter Sekunde im Viertelfinale des EHF Cups. Nicht zu glauben, vor 5 Minuten lagen sie mit 6 Toren hinten und in der allerletzten Sekunde Yves Grafenhorst mit dem Tor zum 22:21 am Boden zerstörte Kroaten SCM Jubelknäuel. Also das war haarscharf. Der Jubel kannte auf Magdeburger Seite keine Grenzen, sehr zum Ärger des kroatischen Trainers.